zunächst einmal recht herzlichen Dank für die Verleihung der Kanone, ohne scharfe Munition natürlich. Und das soll auch so weiter sein, dass man nur mit Platzpatronen gefüllt und nicht mit scharfer Munition für die Nächsten die Kanone bekommen. Ich bin sehr gerne hierher gekommen. Ich war ja von Anfang an, ich glaube, es ist die 16. Verleihung. Und in dieser Verleihung gibt es noch jemanden namens Schneider, glaube ich, die Marlene Schneider. Und insofern finde ich mich bei guter Gesellschaft, wenn ich die bisherigen, die Kanone erhalten haben, sehe und lese, wie das alles geworden ist, dann befinde ich mich in guter Gesellschaft. Das soll auch für die Künftigen so bleiben. Es gäbe viel zu erzählen, was der erste Zupfmeister vorgetragen hat, was an Arbeit gemacht worden ist von mir, von Beginn meines Arbeitslebens mit 16 Jahren angefangen als Verwaltungslehrling bei der hiesigen AOK, wo ich 45 Jahre auf den Tag genau gearbeitet habe. Andere sagen, ich wäre nur anwesend gewesen, aber das macht ja nichts. Das trifft vermutlich auf viele andere auch zu. Es war eine bewegende Zeit. Rüdiger Schneiderin hat gesagt, ich war 25 Jahre, das ist ein Vierteljahrhundert, in einer Funktion, sowas ähnliches wie der Bürgermeister eines Stadtteils, nur ohne Parlament, was manchmal auch gut ist. Und habe in dieser Zeit viele Dinge erlebt. Ja, ich will mal eines sagen, dass mich also zwei Jahre an Zeit beraubt hat, war die Schließung unserer Grundschule in Schwarzenbach. Wir waren eingleisig, hatten das dünnste Eis aller Schulen in Hamburg gehabt. Aber was dann anschließend kam, das ist dann nämlich nicht mehr rückgängig zu machen. Es wurden, glaube ich, damals im Saarland 80 Grundschulen geschlossen. Das war eine Menge an Schließungen, die im Prinzip, wie man es im Nachhinein feststellt, nicht gerechtfertigt waren. Aber die Lehrer werden dir das vielleicht anders erklären, aber es ist ja längst vorbei. In dieser Zeit hatten wir in Schwarzenbach einen Brand, ein ganzes Haus ist also praktisch abgebrannt und es musste also schnell gehandelt werden. Ich habe dann den nächsten Tag die Bevölkerung aufgerufen, Spenden zu sammeln und das ist auch geschehen und ich bin froh gewesen, dass damals eine Menge von Spenden eingegangen sind. Und zum Schluss hat also der Walter Loos noch, Alter, kannst du dich noch entsinnen an die Übergabe der Spende des Leonsklubs, war das? Oder Rotary Club. Und ich war euch recht dankbar, dass also zu den Geldspenden auch andere Spenden noch gekommen sind. Also es waren auch schon Dinge los in dieser Zeit. Es gab auch manchmal erfreuliche Dinge, aber von denen will ich jetzt gar nicht reden. Die andere Funktion, und damit will ich also das gleich abschließen, als Schiedsmann der Stadt Homburg, das ich jetzt im 21. Jahr bekleide, ist ein sehr, sehr schwieriges Amt. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass es zum Beispiel Leute gibt, die 40 Jahre nebeneinander wohnen und jeden Morgen zur anderen Haustür sehen, das Fenster, den Vorhang zurückmachen und gucken, wer als Erster aus dem Hause rausgeht, nur wenn man nicht Guten Morgen sagen muss. Wir haben ja verschiedene Anwälte hier heute Abend in Homburg, die hier anwesend sind, die werden mir das bestätigen können. Es ist also manchmal so, wenn ich aus dem Zimmer, mein Dienstzimmer rausgehe nach der Verhandlung, weiß ich manchmal nicht, ob ich ein Mädchen oder ein Menschen wäre. Also dieses Amt ist also nicht so einfach. Gut, ich will es damit abschließen. Die Leute sind in den letzten, ich will jetzt mal sagen, nicht im vergangenen Jahr, aber wenn ich mich mit den Leuten unterhalten habe hier in Hamburg, ob das auf dem Sportplatz ist, ob das bei irgendwelchen Veranstaltungen war, habe ich den Eindruck, dass auf hohem Niveau negativ diskutiert wird. Macht irgendjemand einen Vorschlag? Er hat
hat er noch nicht mal ausgeredet, da ist der andere schon da und spricht dagegen. Da weiß noch gar nicht, um was es richtig geht. Insofern müssen wir uns alle ein bisschen zusammenreißen. Ich will hier niemanden belehren. Aber die Atmosphäre ist manchmal, ich sage es jetzt mal, auch zum Kotzen. Ist der größte Gegner dieser Gesellschaft. Das muss man wissen. Eifersucht und Neid. Und ich will es damit abschließen und meiner geschätzten Theologin beipflichten, die sagt, bleibt behütet. Ich sage euch, bleibt auch friedlich. Recht herzlichen Dank.